Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge von Bontys Philosophie Log. Und ja, jetzt langsam brauche ich mal eure Kommentare. Was habt ihr für Fragen an mich, damit ich sie in der nächsten Episode beantworten kann? Weil hier werden die Fragen langsam weniger und weniger. Ist nicht so heiß, müsste ich mir dann halt wieder welche einfallen lassen. Gut, fangen wir mal an. Als erstes wäre mal der Unterschied zwischen Verstehen und Lernen. Dafür habe ich jetzt erstmal versucht, ein GIMP-Bild zu zeichnen. Jedoch habe ich dann gemerkt, dass da wieder mal irgendwie was ganz schön komisch ist. So, also wir haben hier den Teil Verstehen und hier Lernen. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen als Mindmap gemacht. Ist eigentlich recht simpel. Ihr kennt das ja bestimmt. Machen wir erstmal den Unterschied fest. In der Schule lernt man beispielsweise Vokabeln. Das dauert meist ewig, ja, weil ihr euch die Vokabel wieder und wieder und wieder und wieder und wieder reinquetschen müsst in den Kopf, nicht wahr? Wenn ihr jetzt aber eine Frage habt, die euch unter den Fingernägeln brennt und ihr euch dann endlich und ihr da endlich mal stellen könnt und sie beantwortet kriegt nach eurer Zufriedenheit, dann werdet ihr diese Frage, mein Gott, diese Frage nicht mehr vergessen. Irgendwie werdet ihr dann die Antwort nicht mehr vergessen, weil ihr die Frage beantwortet habt. Dann habt ihr die Frage verstanden, ja. Und jetzt frage ich mich, wo ist da wohl der Unterschied? So, dann habe ich hier jetzt versucht, da was in GIMP zu machen. Ich bin ein Volllappen in GIMP, wie ihr seht. Aber egal, es soll ja nur ein bisschen zur Veranschaulichung dienen. Wir hätten jetzt hier das Verstehen. Und bei der Mindmap wäre sozusagen dieser Strich mehr oder weniger die Verbindung. In dem Fall die Frage. Und die Frage resultiert ja aus irgendwas anderem, was wichtig für uns ist. Deswegen verbindet die sich dann mit der Antwort und hält mehr oder weniger die Antwort dann in unserem Kopf fest. So dass diese Antwort hier nicht mehr wirklich verschwindet, sagen wir mal. Verschwinden tut er eh nichts wirklich, wir können es nicht wieder abrufen. Aber dass wir es weiter abrufen könnten, dafür brauchen wir eben diesen Strich. Beim Lernen ist es einfach so, dass wir nicht wirklich zu diesem Kreis kommen, also zur Antwort eine Verbindung haben. Wir müssen sozusagen einfach nur die Antwort ohne Verbindung erlernen. Beziehungsweise müssen wir die Verbindung dann anders schaffen. Und das ist halt meistens ziemlich schwer, weil wo will man jetzt eine Verbindung ansetzen für beispielsweise ein neues Wort? Da muss man ja dann, das kann man dann wenn dann machen, indem man jetzt sagt, beispielsweise englische Sprache, neue Verbindung, das Wort ist dasselbe sozusagen. Da macht man dann, hat man eine riesige Blase für Englisch bei. Warte, ich mach das mal kurz neu. Da hätten wir dann hier eine riesige Blase für Englisch. Deutsch, Englisch, Deutsch. So, und um das jetzt zu erlernen, brauchen wir das Wort in Englisch, das Wort in Deutsch. Und dann brauchen wir hier sozusagen, müssen wir dieses Ding einfügen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es schwerer jetzt, das neue Wort in Englisch dort einzufügen? Das hat natürlich so viele Faktoren, dass ich es jetzt nicht einfach so sagen könnte. Einer von denen ist natürlich, dass wir jetzt erstmal selber die Fragen hier, die dazu führen, erstellen müssen, die Verbindungsstücke. Und dann müssen wir noch den erstellen, was natürlich viel weitaus mehr braucht, sagen wir mal. Aufwand braucht, als wenn wir jetzt einfach hier sozusagen wissen wollen, was heißt denn dieses Wort, und dann direkt die Antwort kriegen. Das ist ein Part, warum man sich das sozusagen, wie man sich das vorstellen kann, sagen wir es so. Das Ding ist natürlich, das hat so viel in sich, das ist nur ein minimaler Teil. Ich versuche das jetzt aus einer Richtung zu betrachten. Das ist Beispielsrichtung. Und jetzt frage ich mich, wie kann man sozusagen etwas verstehen, statt zu lernen? Weil in der Schule beispielsweise ist es ja so, dass dir viele Sachen erlernt werden,
oder beziehungsweise beigebracht werden, unter Lernen, ja, aber nicht unter Verstehen. Jetzt schauen wir mal, was ist denn der Vorteil von Lernen und Verstehen? Beziehungsweise der Vorteil von Verstehen. Wenn man jetzt etwas erlernt, ja, und das mache ich jetzt einfach mal nach unten weiter. Zack. Ach scheiße, es geht ja nicht mehr. Bäh. Da machen wir es halt ganz anders, neu. Okay. So. Verstehen, lernen. Und wenn man jetzt das versteht, dann ist der Unterschied, dass man sich da weiterhin Gedanken drüber macht. Hier, es ist dann so, man erstellt einfach dieses neue Wissen und fertig. Und hier ist es so, man hat diese Frage, dann erstellt man den Punkt und dann ist man erstmal fasziniert. Da kommt jetzt hier Plus, so Plus Faszination. Scheiße, Mann, Schreiben ist so ätzend hier. Das ist das Einzige, was kann mir das irgendjemand sagen, wie das gehen soll? Dieses bekackte Ebene mit Text anlegen ist voll schlimm. Weil, wenn ich das mache, dann kann ich nicht mehr zeichnen. Bullshit. Das ist mal richtiger Bullshit. Warum es überhaupt so komisch ist? Warum kann ich da nicht einfach irgendwo da hindrücken und was schreiben? So. Ja, es geht natürlich, aber jetzt drücke ich weg, beispielsweise. Oder ich mache das hier. Und ich kann nicht mehr zeichnen. What the fuck is this shit? Ich kann nur noch da drin zeichnen. Ist sie auch nicht unter. Nö, gut, es gibt natürlich keine Option dazu. Vielleicht mit Enter oder so. Was habe ich da gerade gedrückt? Nichts, da geht nichts. Komm, das ist so mal zeichnen. Nichts, nichts, absolut nicht. Alter, das ist echt ein Scheiß, Mann. Ich will doch nur das. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Jetzt geht's wieder. Das ist doch komisch, ne? Also, plus. Und da kommt jetzt eben die Faszination dazu, ne? Da würde ich mich nicht zu weit abschweifen vom Thema. Was macht die Faszination jetzt? Die Faszination lässt uns weiter darüber nachdenken. Das heißt, wir tun hier das. Wir haben jetzt hier im Hintergrund mehr oder weniger, sagen wir mal, eine dreidimensionale Lage. Also das heißt, hier das hatte eigentlich noch viel mehr Verbindungsstellen, wie nur diese eine zu Verständnis. Ne? Das ist jetzt ja nur das Beispiel. Das geht ja jetzt mehr oder weniger auch weiter. Das hat jetzt da wieder ganz viele Verbindungsstellen. Aber der Unterschied ist jetzt, wenn wir jetzt etwas verstehen, dann bauen wir da jetzt noch ganz viele neue Verbindungen irgendwo hin auf. Während wir hier nur diese eine Verbindung haben zum Lernen. Warum jetzt Verstehen auch noch langwieriger hält, ist ganz klar. Weil wenn eine Sache mehr Verbindungen hat, wird sie natürlich auch nicht so schnell als unwichtig erachtet wie eine, die nur eine hat. Die wird dann schnell mal ausgestrichen von unserem Gehirn, weil sie das ist nur eine Verbindung, die brauche ich doch nicht. Ne? Das ist das, warum, also hier ein Beispiel, warum auch in der Schule so wenig hängen bleibt. Ist halt nun mal, weil die dass das Interesse noch nicht richtig geweckt ist. Zeigt sich daraus, dass die Kinder eben den Gedanken nicht von alleine weiterdenken, sondern sie denken nur, was sie müssen. Das ist nur das. Und das reicht halt nun mal nicht. Das ist das Problem. Warum, wenn ihr jetzt jemand fragt, der aus der Schule kommt, gerade mit Abschluss, soll der alles wissen, der soll alles wissen nach der Schultheorie. Der weiß fast nichts mehr von der Schule, ja? Nichts mehr. Liegt auch viel an anderen Faktoren, aber das ist jetzt ein Beispielfaktor. Ich wollte jetzt nochmal das Verstehen und das Lernen ein bisschen genauer besprechen. Da gibt es dann noch den Faktor zum Beispiel, dass er es währenddessen schon einspeichert unter wichtig bis zur nächsten Klausur. Das hier ist nur wichtig bis zur nächsten Klausur, ne? Und dann kann es wieder gelöscht werden, weil, ob ihr es jetzt meint oder nicht, die ganze Rechenpower, die macht irgendwas. Und solche Sachen macht die zum Beispiel, indem sie auch einspeichert, warum genau habe ich das jetzt eingespeichert, beziehungsweise was für eine Priorität hat das deswegen. Und ganz schön blöd, wenn die Priorität deswegen nach ein paar Wochen wieder löschen liegt, weil verdammt nochmal, ja, das weiß das Gehirn. Das Gehirn sagt sich, okay, Priorität ist also anscheinend nach ein paar Wochen wieder löschen, aber es ist nach ein paar Wochen wieder gelöscht.
Ah, das war beim Verständnis. Gut. Hätten wir das? Hm. Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal, wie lange habe ich denn jetzt schon? 10 Minuten. Soll ich jetzt nochmal neu starten oder soll ich da weiter darüber klären? Ah, das ist schon mal ganz interessant, hier den Anfang mal machen. mit dem GIMP. Kann ich es vielleicht besser erklären. Aber dann überspringen wir das mal und machen direkt Entwicklung am besten in der Kindheit. Weil das passt ja noch ganz gut zu dem Schulthema, besser als Monogamie. Ja, das machen wir ganz ans Ende, das können wir eine eigene Folge dazu machen. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Hätten wir das. Können wir hier hin verschieben. So. Dann hätten wir als nächstes Entwicklung am besten in der Kindheit. So, dann nehmen wir wieder hier unser schönes GIMP. Weg. Ohne abspeichern. Hallo, GIMP. Okay, Datei neu. Das brauchen wir auch nicht. So. Also. Entwicklung am besten in der Kindheit. Ich mache jetzt hier mal ein kleines Diagramm. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt bessere Programme dafür. Aber egal. Das wird sowas von ungerade. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Mann. Scheiße. Maß von Abstände und Winkel messen. Naja. Ich würde jetzt gerne einfach nur einen Strich machen. Einfach nur einen ganz normalen Strich. Der nicht krumm ist und nicht bucklig und nicht so eine Scheiße enthält. Auf dem Scheiß, Paint weiß ich, wie das geht. Auf dem Paint weiß ich, wie das geht. Scheiße. Doch, da ist es ja. Rechteckige Auswahl. Machen wir hier mal so. Rechteck. Nee, Bullshit. Okay. Also. Fangen wir erstmal an mit dem Erklären. Jeder kann, ist ja lernfähig. Das heißt, dass wenn man etwas beigebracht kriegt, man es abspeichert und dann wieder aufrufen kann. Haben wir ja gerade eben drüber gesprochen. Jetzt frage ich mich, oder beziehungsweise haben sich viele Menschen schon gefragt, wann ist eigentlich der Mensch am lernfähigsten, ne? Und da habe ich mir überlegt, das muss man ja eigentlich nur genauer nachschauen. Da habe ich jetzt eine Kurve erstellt, das mache ich jetzt mal hier, so. Wenn das jetzt wieder ankotzt, das machen wir jetzt mal in Rot. Das ist sozusagen. Also jetzt müssen wir uns hier vorstellen. Scheiße, wie soll ich das alles beschriften? Verfickt nochmal, wenn ich das nicht benutzen kann, diesen Mist, ey. Das ist voll zum Kotzen gerade. Das ist echt sowas von zum Kotzen. Ich würde es hier nämlich echt gern hinschreiben, dass diese Achse die Zeit ist, also sozusagen hier am Ende ist man tot. Das mache ich jetzt einfach so. Ist scheißegal, wie es aussieht. Ansonsten könnt ihr euch bei GIMP beschweren, weil sie so eine bekackte Funktion eingebaut haben. So, das ist Zeit in Jahre. So. Fuck that. Und das da ist. Was ist das? Das ist Zeit. Nein, warte, Moment. Das ist Lernfähigkeit. Fähigkeit. Ach, ihr wisst schon, Lernfähigkeit. Verfickt doch mal, das geht mir auf den Sack. Okay. Also. Und jetzt bauen wir da mal einfach eine Kurve von einem normalen Menschen ein. Ui. Ja. Oder vielleicht machen wir einfach so. Irgendwie so in dem Bereich. Hey, das wollte ich nicht. So, irgendwo in dem Bereich haben wir das jetzt. Hier, so sollte das dann sein, wo die ganzen Menschen denn verlaufen. Das heißt, was ich jetzt sagen will, ist, ich könnte das mir eigentlich sparen mit der Scheißzeichner. Ich könnte es mir eigentlich echt sparen. Wirklich, es bringt überhaupt nichts, mit der, wenn ich es nicht gescheit beschriften kann, weil da erkläre ich es lieber einfach. Hier, am Anfang des Lebens ist es ja so, dass man extrem viel lernt und im Laufe der Zeit nimmt diese Lernfähigkeit immer weiter ab. Ich könnte mir natürlich jetzt auch einfach was im Internet raussuchen, ein passendes Diagramm oder so. Das wäre vielleicht was schlauer. Das machen wir vielleicht nächstes Mal. Aber egal. Und, also. Was ich jetzt ziemlich interessant finde, ist, Kinder und natürlich
Alle bis 18 lernen total abnormal viel. Das ist hier, das ist die absolut maximale Lernfähigkeit, die man bis 25 ungefähr hat, ne? Ich sag sogar, wenn man noch richtig jung ist, hat man noch mehr Lernfähigkeit. Ich glaube sogar, dass mit 13, also dass bis zu dem Alter von 13, also ungefähr bis hier, dort in diesem Bereich wird alles, was man je in seinem Leben, so, oder beziehungsweise da wird alles bestimmt, was so ganz unterbewusst abläuft, denke ich mal. Also so ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Beispiel Sexualität, Vorlieben der Sexualität, aber genauso auch andere Sachen wie zum Beispiel. Ja gut, Sexualität ist also ein schönes Grundmanifest, aber auch was wie zum Beispiel, welche Musik man ich eher interessiert. Das kann man aber eher im Nachhinein noch ändern. Genau, aber ich weiß nicht, ob man sexuelle Neigung im Nachhinein noch ändern kann, deswegen ist es so ein gutes Beispiel, weil das bleibt dann für immer. Die Frage ist, wie viele Sachen bleiben denn für immer nach der Kindheit und welche Sachen können alle nicht mehr erlernt werden nachdem? Das heißt nämlich, wenn wir dann eine wirklich effektive, sagen wir mal, ein effektives Schulsystem beispielsweise haben wollen, müssten alle Dinge, die hier weiterhin gebraucht werden, bereits hier erlernt werden. Was lernen wir in der Schule? Hier lernen wir Fächer. Was wir hier nicht lernen, ist viel zu viel, weil die Fächer bekommen immer mehr 100%. Gehen immer mehr zu den 100% hin. Ja. Das Dumme ist aber jetzt, dass was der Mensch, ja, und das Gehirn, das ist ja am Anfang, wenn man erstellt wird, bei null. Das heißt, da muss alles beigebracht werden. So, was jetzt aber ein großer Fehler ist der Menschen, ist, dass er denkt, dass total viel schon vormanifestiert ist, weil wir eine ach so seelische und intelligente Lebensform sind. Was er dabei nicht mit einbezieht, ist, dass wir eigentlich nur ein weiterentwickelnder Computer sind, beziehungsweise ein Computer, der eben eine, wie nennt man das am besten, eine Recheneinheit, eine sich weiterentwickelnde Recheneinheit, Leben einfach. Und das heißt, dass wir nicht vermittelt kriegen über nächsten Lebenspartner, was denn alles wichtig ist. Dieser Instinkt gibt es nicht mehr. Wir müssen es uns selber beibringen. Das vergessen die ganz gerne mal. Und da vergessen sie halt, dass man nun mal auch solche Sachen beigebracht kriegen muss, wie zum Beispiel, wie man mit anderen umgeht. Kommt ja wohl nicht von ungefähr, dass so krasses Mobbing und sowas nur in genau. Kinder kennen keine Gnade, das kennt ihr ja bestimmt. Das Sprichwort, dass jetzt zum Beispiel Mobbing viel mehr unter oder viel krasser unter 14-, 15-Jährigen ist, weil die halt nur mal, oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das so ein bisschen ausdrücken soll, einfach unter Jüngeren ist meistens sowas wie Mobbing ziemlich extrem, weil diese nicht die Fähigkeit haben, beispielsweise sich in andere reinzuversetzen. Das wird ihnen nicht in der Schule beigebracht. Und das ist nur ein Beispiel von Tausenden. Ich müsste jetzt da wirklich anfangen zu zählen. Also erstmal haben wir mal die Fähigkeit, sich in andere reinzufetzen. Empathie. Was brauchen wir denn? Was wird außen vor gelassen? Empathie. Empathie. Philosophie. Warum kann man das nicht in der Schule beibringen? Weil es verdammt nochmal keine Note hat. Philosophie hat keine Note. Philosophie ist etwas, dass man sich selber Sachen erschließt. Es gibt zwei Arten von Menschen, ja? Das sage ich jetzt einfach. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen erschließen sich ihre Sachen selber und die anderen fragen andere. Das kennt ihr vielleicht ganz klassisch an dem, der sich in Google seine eigenen Scheiß-Sachen runterlädt, ja, und sie sich installiert. Und dem, der immer seine Kollegen fragen muss, hey, kannst du mir mal das und das installieren? Weil ich habe keine Ahnung, wie zum Geier man das macht. Beispielsweise. Zählt aber auch genauso für Leute, zum Beispiel, wenn jemand eine Sprache wirklich verstanden hat, da kann er sich allein aus der Sprache die Wörter schlussfolgern. Zum Beispiel, in Deutsch wäre es, nehmen wir mal, da gibt es dann diese witzigen Wortkombinationen, zum Beispiel, das ist jetzt nicht so schwer. Ja, das ist jetzt nicht so schwer, sage ich schon. Das ist nicht so leicht. Da gibt so viele, mir muss nur ein passendes einfallen. Und zwar hätte man dann in Deutsch
sagen wir jetzt einfach mal kreativ oder irgendwie so. Scheiße, mir fällt jetzt echt nichts ein, was ich gut auseinanderlegen könnte. Aber nur das Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Kreativ. Kreativ von Create. Ja. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen zusammenhangslos, ja, aber das soll ein Beispiel sein, ja, damit ihr versteht, was ich jetzt genau meine. Kreativ, create und das mit dem tiefen Sinn dahinter, das ist kreativ. Ja? Ne? Genau. Das ist diese Kleinigkeiten, dass man so Wörter zerlegen kann und sie sozusagen dann schon verstehen kann, ohne dass man schon mal die Bedeutung gehört hat. Das ist Philosophie. Das ist, wenn du nachdenken kannst. Das heißt, dass du sozusagen mit Nachdenken Sachen, die du noch nicht erlebt hast, simulieren kannst. Das ist beispielsweise so, wenn jemand die physikalischen Regeln kennt und dadurch schon weiß, dass er nicht auf die heiße Herdplatte fassen darf, bevor er sie angefasst hat. Das wird nicht in der Schule beigebracht. In der Schule wird nur Standardwissen vermittelt. Was auch blöd ist in der Schule, ist sozusagen erst das Wissen. Wissen wird dir beigebracht. Ich will jetzt gerne weiter darunter schreiben, aber es geht nicht. Oder machen wir es einfach so. Moment. So, neu. Also, dir wird das Wissen beigebracht. Aber was ist denn Wissen? Dafür müssen wir die zwei Generationen betrachten. Da haben wir einmal den Erwachsenen, hier, nehmen wir einfach mal die ältere Generation und die jüngere Generation. So, der Erwachsene hat jetzt, als er jünger war, schon mal das gehabt, dass er etwas nicht wusste. Und das hat dazu geführt, dass er es wissen wollte. Das heißt Neugier. Neugier. So, Unwissenheit oder beziehungsweise. So. Ich kann mal das am besten nennen, nicht Unwissenheit, sondern ja, eigentlich schon, aber die Unwissenheit führt halt nun mal nicht zu Neugier, sondern man versucht etwas zu lösen. Lösung finden. Lösung finden. Ich muss das ungefähr darzustellen. So, also. Hier, der hat sich schon mal, als er Kind war, als er erwachsen wurde, hat er sich gefragt, zum Beispiel, Mann, ich bin jetzt hier in Afrika, wie könnte ich mich mit den Leuten hier eigentlich besser kommunizieren? Ich kann ja nur Deutsch. Und dann hat er gedacht, ich könnte Englisch lernen, da kann ich mich mit den ganzen Leuten hier verständigen und es würde so praktisch sein. Ja, ich will Englisch lernen. Und dann lernt er Englisch. Und dann gibt es noch das. Das einfach so. Zwang. Durch Zwang ihm das Wissen beigebracht wird. Und der Zwang führt zur Ablehnung, weil das ist, was Zwang macht. Ablehnung. Das ist natürlich jetzt auch nach einem gewissen Grad, weil. Je nachdem, wie gut die Eltern es ihr erklären konnten, wie gut sozusagen sie es verstanden hat, warum sie das machen muss, oder eher das Kind, ne? Desto besser das Kind es verstanden hat, was es machen muss, und desto neugieriger wird es, und desto besser kann sich's dann auch Lösungen merken, beziehungsweise Wissen aneignen. Weil, wie eben vorhin schon besprochen, welches war das jetzt? Das hier. Scheiße, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Also, wenn man nämlich, was war das mit Verstehen und Lernen? Genau. Vergleichen wir das mal hier. So. Also, das, was nämlich sonst passiert, ist nämlich nicht Verstehen, wenn sozusagen der Sinn fehlt. Wenn da nicht genug Sinne vorhanden sind, also Sinn, warum ich das machen soll. Es reicht nicht nur, dass jemand sagt, das sollst du für deine Zukunft machen. Denn je mehr Sinne es gibt, machst du deine Zukunft, dann kann man das ja auch zurückführen. Wenn man an Zukunft denkt, weiß man das und das. Ne? Wenn man an Afrika denkt, weiß man, gut, ich muss Englisch lernen. Ich weiß, das Beispiel ist scheiße, aber egal, ich brauche einfach nur schnelle Beispiele, um es zu erklären. Und dann kann man eben, wenn man jetzt an Englisch denkt, das an den Ursprungspunkt zurückführen und dadurch eben hat man es besser erlernt.
Während man, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wofür man es macht, und es einfach erlernt, dann passiert das, was wir vorhin besprochen haben. Dann wird das einfach unwichtig und wieder gelöscht. Das ist, warum unser Schulsystem beispielsweise total ineffektiv ist. Weil wenn man den Leuten erstmal sozusagen eine richtig krasse Neugier beibringen, sagen wir mal, oder einfach eine Neugier in ihnen wecken würde, eine richtig starke Neugier, dann wäre das meistens besser, wie wenn man es ihnen einfach versucht beizubringen. So ungefähr, du wirst irgendwann schon wissen, wofür ich den Scheiß beibringe. Weil ein Kind ist nicht so, dass es sich dann denkt, ja, okay, dann merke ich es mir ja einfach. Weil das Gehirn des Kindes, das ist nicht dumm. Das ist absolut perfekt. Und ein absolut perfektes Gehirn, das weiß Kinder, oh, ich brauche den Scheiß nicht so lange, ich speichere den Scheiß nicht so lange. Fertig. Spart Platz. Nun. So, jetzt wollen wir also Neugier auf die Kinder bringen. Woher kommt denn Neugier? Ich gehe jetzt mal so weit und sage, dass wir Menschen eigentlich eine riesige Problemlösungsmaschine sind. Ich meine, wir waren damals in der Steinzeit und wir haben das Problem gehabt, dass wir zum Beispiel Hunger hatten, also sind wir jagen gegangen. Heutzutage haben wir diese Probleme nicht mehr. Aber warum haben wir jetzt nicht einfach sozusagen einen ultimativen Zustand erreicht, wo wir einfach komplett zufrieden sind? Die Leute, die Geld haben, wollen immer mehr Geld. Die Leute, die Sex haben, wollen immer mehr Sex. Die Leute, die zocken, wollen immer mehr zocken. Und ihr wisst, was ich meine, ja? Die Leute, die Drogen nehmen, wollen immer mehr Drogen. Das hat kein Ende. Wir sind nie zufrieden. Wir wollen immer weiter die Probleme lösen. Deswegen entsteht Neugier für mich ganz einfach. Oh ja, also. Neugier. Ja, das ist schwer zu zeichnen. So. Neugier kommt durch ein ungelöstes Problem, würde ich einfach mal sagen. Ungelöstes, und ihr dürft das jetzt nicht als Problem ansehen, wie als problembehaftet Wort Problem, sondern nennen wir es mal ungelöste Aufgabe. Oder, naja, ungelöste Aufgabe mit Priorität. So. Das Problem beinhaltet nämlich, dass es eine Priorität hat. Wenn wir nur eine ungelöste Aufgabe haben, könnte das Kind auch einfach sagen, warum soll ich die scheiß Aufgabe machen? Es muss Priorität haben. Ungelöste Aufgabe mit Priorität. So. Ungelöste Aufgabe mit Priorität. Was ist das denn jetzt zum Beispiel, so eine ungelöste Aufgabe mit Priorität? Hunger. Hunger ist eine verdammt geile, ungelöste Aufgabe. Das ist nämlich jetzt was ganz Interessantes. Jetzt hier, um das Ganze nochmal zu. Jetzt beende ich das, bringe ich das Ganze langsam zum Ende damit, mit sozusagen dem Highlight. Ja, wer jetzt noch dran ist, der darf es erleben, wo das Ganze nämlich sich wieder zusammenfügt, zu einer guten Mischung am Ende. Das ist, beispielsweise haben, das kann durch. Moment, das kann beispielsweise Hunger sein. Hunger. Z.B. Zum Beispiel Hunger. Weil wenn man Hunger hat, das müssen einige wissen, dann steigert sich das Verlangen nach Essen exponentiell. Das heißt, es wird immer größer. Und zwar verdammt schnell. Das heißt aber auch, dass der Körper macht das schon richtig, ja? Es ist nicht nur so, dass Hunger etwas Schlechtes ist. Keinesfalls. Hunger ist etwas super Schönes, was wir alle genießen sollten. Denn nur wer das Gefühl kennt, was es heißt, wenn man wahren Hunger stillt, wenn man Tage nichts gegessen hat und man sich nichts auf der Welt mehr wünscht, als dieses Stück zu essen. Man will nur noch dieses Stück zu essen. Das ist das Einzige, was seinen ganzen Kopf erfüllt. Und dann diesen Hunger zu stillen. Das ist der wahre Hunger. Jetzt gibt es da ein Problem. Warum erleben wir heutzutage diesen Hunger nicht mehr? Weil unser Hunger immer gelöst ist. Der ist schon immer gelöst durch 100% versorgt. Versorgt.
Also, wenn wir 100% versorgt sind, haben wir keinen Hunger mehr, ja, weil wir immer essen können, sobald wir Hunger bekommen. Was ist jetzt aber, was uns daran anfängt zu fehlen? Das ist jetzt zum Beispiel, dass wir diesen Hunger nicht mehr wirklich wertschätzen. Wir sehen das Essen nur noch als eine Notwendigkeit und nicht als etwas Schönes. Das heißt, da muss immer eine Ausgeglichenheit herrschen, ne? Ausgeglichenheit. Scheiß die Wand an. Ausgeglichenheit. Dasselbe ist halt nun mal bei dieser Ausgeglichenheit. Das ist diese Ausgeglichenheit, die so wichtig ist im Leben. Und wir werfen diese Ausgeglichenheit heute über den Haufen. Die Ausgeglichenheit zwischen Geld und Natur beispielsweise stimmt nicht mehr. Die Ausgeglichenheit zwischen, ja hier, Hunger und Versorgung stimmt nicht mehr. Die Ausgeglichenheit zwischen Wissen und Wissensdurst stimmt nicht mehr. Die Ausgeglichenheit zwischen ungelösten Aufgaben und Neugier stimmt nicht mehr. Die ganzen Ausgeglichenheiten oder immer mehr Ausgeglichenheiten stimmen heutzutage nicht mehr. Und wenn es die scheiß Ausgeglichenheit ist zwischen Mülldeponie und Mülleimer. Aber es ist immer ein bisschen man muss immer diese Ausgeglichenheit haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel, also jetzt nur mit dem Müll- und Mülleimer-Prinzip, ja, wenn der Mülleimer überläuft und irgendjemand zu faul ist, den wegzubringen, dann ist es unausgeglichen. Aber genauso, wenn die Mülldeponie überläuft und der Mülleimer immer leer ist, dann ist irgendjemand zu faul dafür, die Mülldeponie zu leeren. Naja, was ich sagen will, das klingt vielleicht alles ein bisschen abwegig, ne? Aber was ich sagen will, wir müssen diese Ausgeglichenheit nicht aus dem Auge verlieren. Und heutzutage haben wir diese Ausgeglichenheit bei so viel aus dem Auge verloren. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns vielleicht bessern sollten. Und wie können wir uns denn bessern? Das ist, indem wir immer alles erleben. Immer alles erleben, um es vergleichen zu können. Weil, wenn jetzt jemand sein ganzes Leben nur in die Schule ging, woher soll sein Gehirn dann eigentlich wissen, wie alle anderen Möglichkeiten sind? Denn sein Gehirn kann einfach nicht verstehen, wie alle anderen Möglichkeiten sind, durch die Sprache. Das Ding ist, der Unterschied zwischen Verständnis und oder beziehungsweise zwischen Verstehen und Lernen, das immer wieder, ist, dass wenn man etwas versteht, dann merkt man es in seinem ganzen Kopf. Dann arbeitet der ganze Kopf diese Sache durch, ja. Danach habt ihr einfach so viel Informationen über diese Sache, weil sie sozusagen euch nicht einfach nur gesagt wurde und ihr sie euch grob vorgestellt habt, sondern weil ihr sie ganz exakt erlebt habt. Euer Gehirn hat alle exakten Variablen ziehen können. Das kann es aber nicht, wenn ihr einfach nur Worte beigebracht kriegt, weil wenn ihr Worte beigebracht kriegt, vergesst ihr immer irgendwas zu beachten. Und das ist der Fehler, den wir machen. Das ist, warum die ganze Scheiße eigentlich nur noch bergab gehen kann. Weil durch die Schule kriegen die Kinder alle Worte beigebracht. Genau wie beispielsweise Politiker. Politiker kriegen die ganzen Worte beigebracht, aber nicht diese tiefere Bedeutung, dass das Gehirn mal richtig erlebt, was dieses Wort heißt. Jeder kann Liebe auf dem Blatt lesen. Jeder kann Liebe definieren, kann nachlesen. Liebe heißt, wenn man sich sehr hingezogen fühlt. Aber dann dazustehen und zu wissen, diese Person ist die, die ich liebe und für die würde ich alles geben, das ist einfach weltenanders. Das kannst du in tausend und Millionen Worten nicht erklären. Das ist ein sehr gutes Beispiel hier auf YouTube von Vsauce. Das ist das Prinzip, versuche einem Blinden eine Farbe zu erklären. Und du weißt, dass er es nicht versteht. Und genau so ist es, wenn wir irgendjemand irgendwas erklären, statt dass wir es ihm erleben lassen, versteht er es nicht. Richtig. Er versteht es ungefähr so, wie ein Blinder eine Farbe versteht, aber, also ein ab Anfang an Blinder, jemand, der schon mal sehen konnte, weiß, was eine Farbe ist. Ja, aber das ist ein perfektes Beispiel. Und, naja, vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir uns mehr wieder die Farben anschauen und aufhören, die Farben zu erklären. Weil dann würden wir vielleicht wieder wissen, wie die Farben aussehen. Was eigentlich Hunger ist. Dass Hunger nicht nur was Schlechtes ist. Manche Leute hier in diesem Extrem haben Mitleid mit anderen Leuten, die Hunger haben. Dabei wissen sie gar nicht, was das für ein schönes Gefühl sein kann. Weil ich sag, diese ganzen, wenn ihr jeden Tag was esst, werdet
werden diese Gefühle niemals so schön sein, wie wenn ihr einmal richtig gehungert habt und dann etwas esst. Und es ist mit allem so. Ihr werdet es niemals erleben, wenn ihr euch immer nur diese Wissensscheiße reinstopft. Wie es ist, selbst etwas sich vom ganzen Herzen zu wünschen, nur ich will das jetzt wissen, warum ist das so? Und so lange darüber nachzudenken, bis ihr die Lösung habt. Und auf einmal habt ihr diese Lösung vor euch und ihr wisst, das ist mein Werk. Und das ist, was ich beispielsweise schon ziemlich früh als Kind erkannt habe. In der Schule hat mir das nie viel gebracht. Ich habe in der Schule nie wirklich aufgepasst, was der Lehrer gesagt hat. Ich habe versucht, es selber zu verstehen. Das Ganze, nur noch als kleiner Abschluss hier, damit ihr noch ein bisschen was über mich erfahrt, hat sich so ein bisschen in der Linie dann im Endeffekt gearbeitet. Und das war ungefähr, dass wenn das hier wäre jetzt eine 1 und das hier wäre eine 6 in der Schule, ne, dann war meine Linie ungefähr so. Und warum? Weil ich all diese Zeit gebraucht habe, ja, um. Verdammt, das war eine witzige Linie. Das sieht echt interessant aus. Naja, weil ich diese Zeit hier gebraucht habe, um erstmal das Verstehen zu erlernen. Und dann, als ich es verstanden habe, ich kann euch das als Beispiel nennen, ich habe mir dann noch, nämlich nochmal überlegt, das hat dann angefangen in der 10. Klasse, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Da habe ich dann gemerkt, hey, die Mathe, die bringt mir richtig viel. Den Scheiß, den ich hier lerne, der bringt eigentlich was. Ich brauche nur erstmal, dass ich es wissen will. Ich brauche nur erstmal die anderen Informationen, ja, wo ich das andocken kann. Und dann auf einmal hat es mir Spaß gemacht. Dann war der Spaß da. Es hat 10 Jahre gebraucht. 11 Jahre. 12 Jahre, ja. 12 Jahre hat es gebraucht, ja. Und ja, erst dann habe ich es wirklich realisiert. Erst dann hat mir das Ganze angefangen, Spaß zu machen. Und dann habe ich es verstanden. Und dann ist mir aufgefallen, das war dann auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu sagen, eigentlich verstehen wir alles nur nicht. Und sobald wir es verstehen, macht es uns das Spaß. Es ist genau dasselbe wie zum Beispiel, wenn du sagst, du magst Musik nicht, dann verstehst du die Musik nicht. Wenn du sagst, du magst dein Essen, oder wohl, das ist jetzt Geschmackssache, wenn du sagst, du findest beispielsweise dein Verhaltensweise komisch, irgendwie sowas, du verstehst es einfach nur nicht. Sobald du es verstehen würdest, würdest du es nicht mehr komisch finden. Das ist genauso wie wenn du sagst, ein Schwuler ist komisch. Ja, genau, das ist wieder ein perfektes Beispiel. Ein Schwuler ist komisch, ja? Weil du ihn nicht verstehst. Du kannst dich nicht in jemand reinversetzen, der etwas anderes mag als du, also zum Beispiel Männer. Deswegen verstehst du ihn nicht und deswegen hältst du ihn für etwas anderes. Und deswegen kommen diese ganzen Probleme, dass Leute überhaupt Probleme haben mit Schwulen, weil sie einfach nur nicht verstehen. Alles nur ein riesiges Missverständnis. So. Dann noch kurz zum Komplett meiner Geschichte. Wie lange mache ich jetzt schon? Ach ja, 40 Minuten, das heißt, jetzt sind wir schon wieder gut dabei. Komplett mal das noch kurz. Und dann war ich 3 Monate im Gymnasium und da lief es dann extrem gut. Ich musste natürlich, es waren dann zwei Sachen. Einerseits war es so, dass ich wieder Informationen gekriegt habe, die mir jeden Tag das Kribbeln gegeben haben. Aber da kam dann eben dieses nach oben schießen. Ich weiß noch, wir haben dann in Erdkunde beispielsweise die Kyrilliskräfte auf die Erde gemacht und wir haben dazu mehrere Diagramme und verschiedenste Darstellungsmethoden davon gehabt. Und ich hatte das einfach schon mittlerweile schon so gut verstanden. Ich habe dieses Verständnis einfach selbst zu verstehen mittlerweile schon so gut gemeistert, ja, weil ich es als Kind erlernt habe und nicht erst als Erwachsener, dass ich dann eben mir nur durch das, dass das kurz erklärt hat, diese kurzen Bilder und aufgezeichnet hat, konnte ich mir dann innerhalb von einer Schulstunde im Kopf ein komplettes dreidimensionales Bild machen, wie eine Erde um eine Sonne kreist, sich dabei dreht und alle Kräfte daran an diesem dreidimensionalen Diagramm wirken. Das Ganze war natürlich ein bisschen schwer zu erklären, aber als ich das dann auf die Tafel gemalt habe, diese dreidimensionale Zeichnung, wo alle Diagramme, die der Lehrer über die letzten Stunden erklärt hatte, alle beinhaltet hat, da war der Lehrer so erstaunt von mir, dass er gesagt hat: Hey, wir haben deine mündliche Note noch nicht festgeschrieben, ne? Weil ich hatte am letzten letzte Stunde wurde ich ausgefragt, wusste so gut wie alles, aber da kam diese kleine Ungenauigkeit. Ich wusste alles darüber, wie man es verstehen konnte. Aber ich habe die Fachbegriffe beispielsweise nicht gewusst oder ich habe einfach dieses stumpfe Lernen, das daran hat es bei mir gescheitert. Das ist, warum meine Noten nicht einfach nur durchschnittseinsam waren, weil wenn es nur ums Verständnis ging, dann hätte ich hier sowas gehabt. Das wäre, wenn es nur ums Verständnis ging. Ich habe nämlich alles immer sehr gut verstanden, aber ich konnte es nicht gut ausdrücken.
In Mathe hatte ich zum Beispiel immer das Problem zur 10. oder bis zur 8. 9. Klasse, dass ich einfach immer nur die Lösung hingeschrieben habe. Es war nicht irgendwie Trotz oder so. Ich habe einfach einen komplett anderen Weg genommen als meine Mitschüler. Ich habe sozusagen selbst erarbeitet, wie man das machen muss, ja. Aber ich habe mich selber noch nicht genug verstanden, um es wieder niederzuschreiben. Weil jetzt, was ich jetzt mache mit diesem Gewirr hier, ist ja eigentlich die Gedanken, die ich im Moment habe, so auszudrücken, dass sie verständnisvoll rüberkommen. Verdammt nochmal, als Zwölfjähriger kann man das nicht. Das ist auch, warum sich Zwölfjährige für immer sehr gerne in die Haare kriegen und so. Das habe ich gerne mal beobachtet, das ist echt interessant. So Jüngere sind nämlich meistens eigentlich nur so, beispielsweise bei Mobbing. Das eine Kind will zum Beispiel überhaupt nichts Böses dem anderen, ja, und sagt was, was dann aber anderen böse ankommt. Dann sagt es, fühlt sich das andere beleidigt, weiß aber nicht wirklich warum und tut deswegen einfach nur zurückbeleidigen, weil sich denkt, ich werde beleidigt, ich beleidige. 18. Und so schaukelt sich das dann hin und her auf. Und solange keiner die Situation klärt, endet es dann halt in einem Streit oder so. Aber Kinder sind halt auch vergesslich und deswegen ist es ja halt scheißegal. Bei Erwachsenen wäre das anders, aber die verstehen sich ein bisschen besser. Ist ein bisschen anders alles, ihr wisst schon. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir den Kindern ab Anfang an nicht beibringen würden, was sie zu wissen haben, sondern dass sich das Wissen selber erarbeiten, dann würden wir damit viel effektiver fahren als so, weil. Wer? Wie geht das Sprichwort nochmal? Wenn du jemand jeden Tag einen Fisch gibst, ist es lang nicht so effektiv, wenn du ihm einfach zeigst, wie er fischt. Weil dann hat er für immer Fische für sich selber. Und damit würde ich das Ganze jetzt auch mal wieder beenden. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal ein Feedback, was ihr von den GIMP-Mitzeichnern haltet. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.